Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning, im wahrscheinlich letzten Part von Kingdoms of Amalur, und wir haben hier noch den Quest aktiviert: Spinnensaison, Aufenthaltsort unbekannt, Skalpelle für Viren und Tschernobok gewachsen und diverse Aufgaben, die noch nebenbei zu erledigen wären. Es sind aber auch viele Endlos-Dinger dabei oder Sachen, die ich noch schmieden muss und was weiß ich. Nichts besonders Großartiges. Wir holen uns erstmal. Wir bekommen hier in Eisenhag nur wenig. Wir holen uns jetzt erstmal unsere Belohnung ab. Das sind nämlich die Nebenquests von der Auftragstafel. Also nicht mal mehr von irgendwelchen Leuten, sondern wirklich nur mach dies, mach das und du kriegst was. Und in dem Fall sollten Spinnensekrete eingesammelt werden und das habe ich getan. Und dann muss ich, glaube ich, noch aber irgendwelche Skalpelle wegbringen. Das muss ich noch machen. Halte Biers Schwert. Es wurde repariert. Ach echt, das wurde repariert. Das ist ja toll. So, dann machen wir das mal hier. Bei all dem Sand in der Luft und den ganzen alten Sachen, die hier rumliegen, kann man diesen Ort ja niemals sauber kriegen. Ich habe Eldrick gefunden. Tot. Moment. Bis dann. Hier geht es dann wahrscheinlich... Genau, es geht um den Aufenthaltsort, unbekannt. Eldrick Orhem hat Weißfels vor 12 Tagen verlassen, um in Alsarund nach Bordin-Borgur zu suchen. Er sollte nach seiner Ankunft Nachricht senden, was er aber nie getan hat. Da ich den Wanderstab bereits habe, kann ich die Belohnung sofort einfordern. Darum geht's wahrscheinlich gerade. Gut. Ich bin nur selten draußen. Er ist tot? Wie bedauerlich. Ich würde ja sagen, dass man ihn vermissen wird. Aber er war aus Weißfels und da weiß man ja nie. Und das da ist sein Wanderstab? Den nehme ich. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ich habe die Spinnenstacheln, die habe ich nämlich auch. Ah, wegen der Jotun und Kobolde hatten wir einfach nicht die Zeit, sie auszuräuchern. Das war gute Arbeit. Ja, gut. Dann erzähl noch mal was über dich. Ich bin die Verwalterin dieser Feste. Kommt zu mir, wenn ihr einen Auftrag erfüllt habt. Ich gebe zu, dass es gut ist, einen Meisterschmied hier zu haben. Auch wenn er für meinen Geschmack ein wenig hochmütig ist. Ja, aber bis dann. Dank uns gibt's den ja jetzt hier. Wir hier sind Kämpfer, keine Spielzeugsoldaten. Unser Ephyr-Freund. Das Feuer der Schmiede, das Dröhnen des Hammers. Es ist gar nicht so übel, wieder zurück zu sein. Ne? Das ist doch schön. So, wir wissen ja aber alles, das hatten wir auch schon. Dann können wir wieder herumschmieden und dies und das und jenes. Genau, jetzt sind nur noch die Skalpelle übrig. Davon muss ich noch mal raus. Das ist das Letzte, was ich dann hier... Eine glänzende Rüstung heißt nur, dass man... ...überlüdige. Und... Ja. Komisches Gefühl. Man gewöhnt sich ja doch sehr an dieses Spiel. Und obwohl es jetzt schon... über 150 Parts sind. Schildschwester. Kommt es einem, finde ich. Also mir kommt es gar nicht so vor. Das verging doch ziemlich schnell, obwohl ich das Spiel seit, keine Ahnung, Sommer spiele oder so. Ist es, ja, es ist normal geworden. Es ist jetzt auch keine Last oder so. Es ist jetzt auch nicht, oh Gott, wie viele Parts denn noch mäßig? Das habe ich natürlich mal... Noch eine? Manchmal habe ich das natürlich auch gedacht. Hör mal auf. Genau. Damit du dich hier entleckst. Ja, und kaum laufe ich wieder, fängt's wieder Was an. Was ist jetzt? Hör mal auf. Bewahrt den Frieden, solange ihr in der Stadt seid. Wir brauchen nicht noch mehr Langbeine, die sich... So. Ich habe gehört, Daddynair braucht Hilfe in den Laboratorien. Ich folge einfach mal dem Weg, wo ich hin soll. Zu den Inseln. Okay. Jetzt muss ich mal erstmal gucken... Was ich hier eigentlich nochmal soll. Ich habe einen Satz edle chirurgische Messer erhalten, die ich Vian Kervrus in der Basiliska Gnostran Adessa bringen soll. Ach, deswegen sind wir hier. Na gut, dann machen wir das mal. Dann kann ich ja gleich nochmal hier nach den Bücherregalen schauen. Vielleicht findet man ja doch nochmal ein diverses Buch oder so, aber ich glaube nicht, weil ich meine, dass ich hier auch alles abgeklappert hatte schon. Yay. Ich habe so lange auf sie gewartet. Manche Dinge kann man einfach nicht mit gewöhnlichen Klingen tun. Wundervolle, erlesene Dinge. Die Stadt ist absolut unvergleichlich. Und dabei ist sie erst halb fertiggestellt. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welchen Beitrag wir für dieses Land leisten werden. Sowohl in gelehrter als auch politischer Hinsicht.
Also gut. Aber war ich denn hier wirklich schon so? Ich kann ja noch mal hier in die Räume so ein bisschen reinlatschen. Vielleicht habe ich ja Glück. Finde noch irgendwo ein Bücherregal oder so. Hier vielleicht. Mach das kurz. Hier auch nicht. Hier kann man rüber. Hier vielleicht eins bei. Hier ein Regalchen. Da ist noch ein... Aha. Linguistik könnte man noch lesen. Möchte ich aber nicht. Was steht hier? Nix. Mhm. Was haben wir hier? Jagd nach dem Schlangenschwanz. Okay. Machen wir nochmal in die Truhe. So. Ja, Schleicherstolch, verweste Dolche, dies und das und jenes. Da hier die Trulla aber ist, geht das nicht. Dann gehen wir wieder runter. So, das haben wir auch erledigt. Da brauchen wir auch nicht mehr lang. Wie ist das jetzt hier mit dem Quest? Ach so. Ja, das hier ist auch noch so ein Nebenquest. Da soll ich diese Bolgan-Augen sammeln, um dann mit irgendjemand Tollem zu kämpfen. Das Problem ist, dass ich jetzt schon ganz lange auf der Suche nach Bolgans sind. Bolgans sind so diese Art Ettin, Riesentypen, diese roten allerdings. Und diese roten habe ich schon lange nicht mehr gefunden. So ein Jotun oder so ein Ettin, die findet man ja noch eher irgendwo in den Bergen. Aber die Bolgans, die müsste ich erstmal suchen. Und das lasse ich deswegen mal einfach. Ich überlege gerade, was ich hier noch machen könnte. Das ist alles, das sind Daueraufträge. Relikte habe ich jetzt so auch nicht. Monster brauche ich auch nicht töten. Das ist nichts. Eisen sammeln. Das mit dem Aaron-Ausgrabung verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Die Notizen finde ich so auch nicht. Ja, da kann ich gerade nicht mehr viel machen. Außer noch mal hier rauslaufen. Lust auf eine Plauderei? Ich weiß nicht, ob mir das hier angezeigt wird mit dem Ausbauen lassen. Hier wird mir was angezeigt. Vielleicht haben wir Glück und können noch mal ein bisschen was ausbauen. Ich habe eine Menge Gold eingesammelt. Und ja, vielleicht, wenn man das noch mal macht. War ja klar. So, mal wieder blind gekämpft. Und da lässt sich noch was ausbauen. Das wäre ja schön, wenn man das mal schaffen könnte. Kannst du das mal machen? Willkommen! Ba-ba-ba-ba. Ich werde die Mine weiter... Und wenn es euch nicht gefällt... Möchte mein Büro ausbauen. Wenn ihr genügend Gold habt, kann ich mache mich sofort... Geht doch. Immer alles ausbauen. So, das Büro wird ausgebaut. 1 von 3. So, ich gehe nochmal raus. Das ist ja hier quasi unser zweiter Standort, den wir uns selber hier gemacht haben. Ich fasse es nicht, dass der alte Edgar für mit etwas mehr Gold dann an... So, das ist 2 von 3 bestimmt jetzt. Oder? Hm? Wo ist denn das Büro überhaupt? 2 von 3, ja. Also das ist alles jetzt hier unseres. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es in der Nähe von einem oder von da, wo man wohnt, nicht auch so Leute gibt. Zum Beispiel wäre es jetzt toll, wenn ich hier jemanden hätte, wo ich mein Schicksal auflösen könnte. Dann würde ich einen kurzen Cut machen. Und ich überlege gerade, ob ich das nochmal eben mache. Dann könnte ich mir meine Rüstung anziehen, die bisher nicht passte. Für etwas mehr Gold kann ich es... So. Das habe ich jetzt ausgebaut. Das Büro ist ausgebaut. Jetzt könnte ich noch die Mine machen. Die Mine müsste auch nochmal ausgebaut werden. Wo ist denn jetzt das dusselige Büro? Ist das jetzt hier oben? Da ist ein Schlafzimmer. Noch ein Schlafzimmer. Ja, ist alles sehr großzügig eingerichtet. Hier kann ich mich schlafen legen. Gut. Dann... Es wird alles noch ein bisschen tacken größer sein mit einem Gästezimmer und wie sich das eben so gehört.
So, und jetzt kannst du doch bestimmt noch die Minen machen, oder? Ja, wirklich ein Meisterwerk der Geld. Mutter. Viel Glück da draußen. Nee, aber hier steht der andere Typ und hier kann ich die Diese Mine. Für einen geringen Betrag, wenn ihr mir das Gold gebt, ich lasse... Die Minen. Ich baue die Minen aus. Ist jetzt auch nochmal größer. Besser geht ja gar nicht, als dass ich hier die ganze Zeit Geld scheffel für nichts und wieder nichts. Jetzt bin ich schön reingegangen wieder in die Mine. Das war auch schlau. Es ist aber auch nervig hier mit dem Gang, wenn man immer in der falschen Richtung gerade steht. So, jetzt darf ich hier wieder rum. Es gibt keine Entschuldigung für etwas mehr Gold. Mach. Ich würde ja gerne gleich alles auf einmal machen, geht aber nicht. So, nur noch einmal und dann habe ich auch die Mine ausgebaut. Und habe das erledigt. Seid gegrüßt. Hey. Hey. Gibt nur noch etwas mehr Gold. So. Weiter können wir... Nee, weiter geht nicht. Aber das hat er das letzte Mal auch gesagt. Aaron, Ausgrabungen. Quest gemeistert. Jawohl. Die Mine interessiert mich nicht. Die wollte ich nur ausgebaut haben. Die wird jetzt wahrscheinlich hier voll groß sein. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie auch schlafen kann oder ob da jetzt noch mehr Feinde sind oder Verstecke oder was. Dass da jetzt reinprogrammiert wurde. Ich weiß nur, dass ich hier oben... Ja, ein zweites Standbein habe. Ab hier hätte man auch immer Sachen ablegen können und so weiter. Da ist noch eine verschlossene Kiste, die machen wir nochmal eben auf. Jawohl. Beinschienen des Ausmaßes, natürlich ist bei mir alles voll. Auch schön. Und ich kann natürlich nichts machen, außer vielleicht nochmal irgendwas zu mir nehmen, was an der Stelle sowieso egal ist. So. Was haben wir denn da eingesammelt? Irgendwelche Beingeschichten, die nicht toll sind? Nein, sie sind eh nicht toll. Aber blau zieht mich irgendwie immer magisch an. So, ich werde jetzt tatsächlich einen kleinen Cut machen und ich suche mir jemanden, wo ich mein Schicksal aufdröseln kann. Das wird jetzt eine blöde, nervige Arbeit sein, meine ganzen kompletten Punkte nochmal neu zu verteilen. Mache ich aber, weil dann habe ich ein bisschen mehr Macht und Zauberkraft und dann zeige ich euch zum Ende des Spiels einfach nochmal ein paar Ausrüstungen von goldenen Z-Teilen, die wir so gesammelt haben, wie die denn ausgesehen hätten, so die Roben und was weiß ich. Und damit haben wir es dann auch in diesem Spiel. Also bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und es ist jetzt so, dass ich unsere Kämpferin jetzt, sie hat jetzt zum Beispiel auch eine Robe an und zwar habe ich das Schicksal aufgelöst, wie versprochen und das ist jetzt sehr, sehr spannend, denn ich habe mich damit jetzt einfach nochmal mit auseinandergesetzt und wir haben jetzt relativ wenig Raffinesse, weil ich die Punkte jetzt tatsächlich hier in Zauberkraft reingedonnert habe und in Macht. Wir haben jetzt wesentlich mehr Macht und Zauberkraft, das ist sehr, sehr spannend, weil man jetzt auch verschiedenste Zauber sieht, die wir vorher gar nicht machen konnten. Und die habe ich natürlich gleich mal in unser Ding hier eingesetzt. Hier unten rechts sieht man es. Da sind jetzt ein paar neue Zauber drin und jetzt freue ich mich drauf, die mal auszuprobieren. Jetzt können wir zum Beispiel unter anderem auch die schicke Robe anziehen, die vorher gar nicht ging. Tolles Kostüm. Ging vorher alles gar nicht. Ich werde jetzt einfach mal hier loslaufen, in der Hoffnung, dass hier irgendjemand mir über den Weg hier läuft. Einfach nur, um mal die verschiedenen Sachen auszuprobieren, die es noch so gibt, wenn man seine Fähigkeiten in einen anderen Charakter reingesteckt hätte. Sowas ist ja doch immer auch ganz interessant am Ende des Spiels. Ach ja, jetzt habe ich darauf geskillt. Wie kann ich meinen Charakter noch skillen? Was kann der eigentlich noch? Ist etwas besser als das andere? Das weiß man natürlich so jetzt nicht, aber man kann einfach mal schauen, was hätte es noch gegeben. Sehr, sehr gut finde ich zum Beispiel den Zauber. Da kommen jetzt auch mal Gegner oder nicht? Hier, voll tote Hose hier. Sehr gut finde ich zum Beispiel, es gibt, zeigt das einfach mal, hätte ich mal vorher beachten sollen. Gibt hier heilende Woge. Deine Magie verbindet Fleisch und Knochen, um deine Wunden zu heilen. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto mehr Leben wird wiederhergestellt. Ich kann nur empfehlen. Für Leute, die es vielleicht nochmal spielen wollen, vielleicht darauf auch nochmal zu achten. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es das hier gibt. Klar, denn heilen ist immer gut. Und ich hätte mich gerne geheilt. Ach, das ist tatsächlich ein Bolgan, ne? Genau, die so eine roten meinte ich. Bolgan. Jawohl. Komm mal her, du. Komm mal her. Ich will mal ausprobieren. So, das ist so ein Krieger hier. Der kämpft.
Das, den haben wir beschworen. Wow, okay. Also, man kann sich einen Freund beschwören. Hier, unser Kollege. Sehr hilfreich. Da ist so ein Auge. Genau, die wollte ich sammeln. Und der kommt jetzt immer mit. Wie merkwürdig. Normalerweise kämpfen wir immer gegen die. Und jetzt kann man die sogar selber beschwören. Finde ich total geil. Ja, doch. Ich glaube, als wenn ich das nächste Mal kämpfen würde, dann würde ich eine Zauberin machen. Dann kann die sich immer gut heilen. Und dann kann die sich hier ihre Freunde beschwören. Und das ist doch lustig hier. Und wie wir gesehen haben, konnten wir gerade auch so einen total coolen Eisstrahl von uns bringen. Und ich habe hier irgendwie null Gegner. Gibt's hier mal Gegner? Hallo? Es war gerade mal ein Bolgan. Mann. Hallo. Ach, da hinten sind mal wieder welche. So, weil wir wollen ja auch noch die anderen Sachen sehen, die ich so machen kann. So. Alles gut. Ah. Wow, okay. Habt ihr das gesehen? Sehr geil. Ganz, ganz große Klasse. Macht total Spaß. Weil ich hatte mir einfach mal die... ja, Inventar ist voll. Ich hatte mir einfach mal die... Und ach, dass er jetzt immer hier mit uns kämpft. Was hätte man sich nicht alles ersparen können? Mit Heilzaubern, ohne Tränke und so. Wie oft habe ich Tränke kaufen müssen? Und mir gingen die Tränke bei diesen großen Bosskämpfen aus. Und weg ist er. Weg war er. Hm, okay. So, das war mal so ein kleiner Eindruck. Das muss man gedrückt halten, dann geht's hier richtig ab. So ein Eisding. Hier kann sie so richtig... Boah, abschmettern. Ja, cool. Mhm. Habe ich bei Fähigkeiten jetzt noch irgendwas übersehen? Also das sind auf jeden Fall... also ab hier kann ich das ja dann einsetzen, den ich beschworen habe. Und hier wird es halt dann immer besser, der Zauber an sich. Elementare Wut, das Mal der Flamme, Schwelen, deine Beherrschung der Macht des Feuers erlaubt es dir, die Effektivität sämtlicher Verbrennungseffekte zu steigern. Was haben wir hier noch? Sturmwind gibt es auch. Das fängt dann hier unten mit dem Sturmbolzen an und ja. Und dann haben wir noch die Frostkette und das hatten wir jetzt halt eben drinne. Genau. Also das so zu dem Thema und auch bei der Machtfähigkeit gibt es hier ein paar tolle Sachen. Deine unüberwindbare Verteidigung überrascht deine Gegner so sehr, dass sie häufig betäubt werden. Werde zum Berserker. Das kann man dann hier machen. Habe ich das hier drin jetzt? Genau. Das ist, glaube ich, Berserker oder so, was ich dann hier schon reingetan hatte. Und was gibt's noch? Naja, hier oben dann noch Kriegsschrei. Geil. Stoße einen furchteinflößenden Schrei aus, der Gegner einschüchtert und den durch sie verursachten Schaden verringert. Hätte ich auch gerne gekonnt. Oder Schrecken. Dein Kriegsschrei verleiht dir die Fähigkeit, gegnerische Rüstungswerte zu verringern und deine Gegner somit verwundbarer zu machen. Auch ziemlich, ziemlich geil. Hätte ich jetzt ein paar Punkte noch, würde ich sie gerade hier reinpacken, um diesen Schrei zu hören. Ach, kann man das nicht mal eben noch machen? Ah, warte mal, ich mache mal kurz einen Cut und mache nochmal in den Schrecken rein, damit wir es einmal nochmal hören. Bis gleich. So, jetzt aber nochmal neues Schicksal. Wir sind gerade im Netzwald zu Hause mit der Dame und die Dame sieht überhaupt nicht mehr aus wie eine Dame. Guckt die euch mal an. Also ich meine, ich bin jetzt hier die ganze Zeit schon durch die neuen Machtfähigkeiten dabei zu gucken, was kann ich euch Schönes zeigen. Und wenn wir jetzt hier mal in die Sparte von neben gehen, dann haben wir hier so ein... Das sind alles die Setteile, die ich so über die Zeit gesammelt habe. Das ist, sieht echt viel aus, ist es auch. Das Problem ist nur, dass selten alle Setteile zusammengekommen sind. Trotzdem kann man jetzt hier halt wie blöd sich die Sachen angucken und vergleichen und schauen, wo ist Macht drinne, wo ist Raffinesse drinne, was konnten wir bisher nicht anziehen und überhaupt. Und jetzt habe ich schon geguckt und ich kann natürlich unmöglich gerade alles jetzt einsammeln und durchzeigen. Hab sie aber einfach mal
so voll fresh hier angezogen und einen Hammer haben wir jetzt auch, den wir nehmen können. Und da hier so ein Bombending. Bom! Tadam! Ja, das ist ja schön, ne? So, und damit geht's dann los nach draußen und dann werden wir jetzt nochmal unseren Kriegsschrei ausprobieren, bevor es jetzt endet mit Amalur. Wo gehen wir denn dafür mal hin? Wir gehen irgendwo mal wieder, keine Ahnung, irgendwo, wo halt Gegner auftauchen. Meistens sind ja hier im Dammwald welche. Irgendein Borker schleicht sich da immer rum. Ist ja meistens so. Und wenn es am Ende die Boggarts sind... Ja, da hinten, da ist doch bestimmt schon einer. Hier. Irgendwer ist doch da immer. So. Und dann geht das los hier. Komm mal her. Hallo. Du kriegst voll aufs Maul, du Borker. Bam. So. Ja, du, ja, weg. Schlachtentaumel. So. Das war unser Schrei. Das war noch irgendwas. Aha. Ja, ist schon lustig hier einfach mal mit so einem Hammer drauf zu kloppen. Ja. Da kriegt man Borka auch gut mit alle, merke ich gerade, als mit so einem pimpfigen Bogen. Ich dachte gerade, ich hätte einen Singstein übersehen, aber den hatten wir schon. So, das war voll in Action mit unseren neuen Zaubern. Ja, Mana haben wir ja hier ohne Ende. Das sollten wir hinkriegen. Finde ich ganz cool. Ja, das sind dann so Fähigkeiten wie zum Beispiel Schnelligkeit, übergeordnet von Schlachttaumel, werde zum Berserker, hatten wir schon. Dann war das noch der Grimm. Durch einen Sprung in die Luft reißt du Gegner in deiner Nähe mit nach oben und lässt sie anschließend wieder auf dem Boden aufschlagen. Tippe die Taste wiederholt an, um den Schaden zu erhöhen. Und den Schrecken hatten wir jetzt auch. Dein Kriegsschrei verleiht dir die Fähigkeit, gegnerische Rüstungswerte zu verringern und so weiter. Kriegsschrei. Geile Scheiße, würde ich mal meinen. Ja, und so sieht das dann aus mit ihr. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, nochmal so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, in was man alles skillen kann. Wenn man sich hier nicht die Techniken, sondern wir gehen mal in Schicksale, dann sieht man auch, wie umfangreich noch die Schicksale sind, die man wählen kann, wenn man will. Wir waren ja eher so bei Assassine und so und Waldläufer. Hat mir auch sehr gut gefallen. Nächstes Mal würde ich bei dem Spiel, oder nur für alle, die es vielleicht nochmal interessiert, würde ich vielleicht während des Spiels sogar einfach mal das ganze Schicksal auflösen. Hätte ich mal öfters machen sollen. Dann hätte ich auch viel öfter meine Golden Set-Teile schon anziehen können. Das war sehr doof von mir. Aber, ich wollte halt irgendwie auch gerne so sein, wie ich bin und wie ich mich hochgearbeitet habe. Und das dauert ja auch eine ganze Weile bis zum Ende des Spiels, dann bis nach an die Spitze zu kommen von dem, auf was man sich dann festgelegt hat. Also das alles kann man zwar immer wieder aufdröseln, aber manchmal will man ja auch einfach weiterleveln und dann erstmal überhaupt da oben ankommen. Wir sind natürlich jetzt am Ende des Spiels, wo man komplett alles neu skillen kann und dann hat man alles. Aber da muss man sich ja erstmal hochkämpfen. Auch hier sieht man halt, wie gesagt, Zenker, Kämpfer, Soldat, Krieger, Oberer, Hüter, Kampfmagier. Es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Spiel, Leute. Und damit verabschiede ich mich von Kingdoms of Amalur. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde es gerade doof. Warte mal. Ja, ich möchte zum Hauptmenü. So. Und mache jetzt nochmal Mitwirkende an, um einfach mich nochmal zu verabschieden und mich zu bedanken für alle, die Kingdoms of Amalur mit mir zusammen gespielt haben. Ich denke, wir haben eine Menge Nebenquests erledigt, um sagen zu können, dass wir von dem Spiel eine Menge mitbekommen haben und alles ausgekostet haben, so gut es geht, bis auf ein paar Kleinigkeiten und Aufgabenquests, die ich auch noch offline erledigen kann, wenn ich möchte. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten in diesem Spiel, wie erwähnt. Man kann
auf Macht eher setzen, auf Nahkämpfe, man kann auf Fernkampf skillen, man kann auf Zauberei skillen. Man hat sehr viele optische Unterschiedlichkeiten. Naja gut, ich muss sagen, da hätte man auch noch mehr rausholen können, jetzt so rein vom Gesichtszügen und was weiß ich nicht was und Haare und so, das war ein bisschen eintönig. Aber vom Spielerlebnis her kann ich jetzt nicht sagen, dass es einen total langweilt. Es kommt halt drauf an, ob man jemand ist, der den Hauptquest nur folgen will oder auch das Drumherum ein wenig mitnehmen möchte in diesem Spiel. Ich kann nur sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich, wie gesagt, nicht gelangweilt. Bin auch froh und stolz jetzt, dass das Spiel zu Ende geht. Wir haben es, wie gesagt, sehr ausgekostet und ich freue mich auch schon auf das nächste Spiel. Der Hauptquest war schneller durch, als ich erwartet hatte. Das habe ich ja damals auch schon gesagt. Wenn man jetzt nur dem Hauptquest gefolgt wäre, dann wäre das Spiel sehr, sehr schnell vorbei gewesen. Und ich habe schon immer zwischendurch gedacht, nein, jetzt machen wir wieder Nebenquests, so 10 bis 15 und dann wieder Hauptquest. Das fing ja dann irgendwann an, dass ich das immer so abwechselnd machte. Und da hätte ich gedacht, bei den vielen, vielen Nebenquests, die es in Amalur gibt, dass der Hauptquest dann auch noch immer mal so ein bisschen noch was übrig hält. Dafür war der Endkampf, das war toll, also mit den Sequenzen, das hat mir gut gefallen, aber es ging doch auch schnell vorbei. Es war jetzt dann nicht die Herausforderung, wo man sich jetzt so tot schwitzt vorm Monitor und denkt, oh Gott, scheiße, den werde ich niemals schaffen. So war das jetzt eigentlich nicht. Man hat das gut geschafft, wenn man sich gut hochgekämpft hat, sollte man das schaffen und das sogar als auf Raffinesse geskillt, wo ich jetzt im Nachhinein finde, wenn man jetzt so einen Hammer hat oder ein richtig gutes Groß- oder Langschwert, dann geht das ja auch nochmal ab, die Post. Und ich wollte jetzt, fällt mir gerade ein, eigentlich nochmal ein paar Set-Teile euch gezeigt haben, aber ist ja auch egal jetzt. Also es gibt ein paar schöne Rüstungen, die man anziehen kann, ob nun Robe oder merkwürdige Helme oder sonst was. Das bleibt ja den Geschmäckern selber überlassen, wie man das haben möchte. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich mochte die Boggarts gerne als kleine Wii-Wii-Wii-Viecher, die werden mir echt fehlen irgendwie, die waren so schnuckelig. Zum Entspannen und auch einfach mal so für nebenbei bin ich gerne offline auch durch die Gegend gerannt. Ich spiele ja mittlerweile nur noch immer für die Let's Plays und komme privat gar nicht mehr dazu. Das war so ein Spiel, wo man auch einfach mal so zwischendurch ein paar kleine unwichtige Nebenquests oder Aufgabenquests erledigen konnte, um so ein bisschen nochmal eine Kiste oder Truhe hier oder da zu öffnen. Und dafür lohnt sich das Spiel allemal, um einfach auch mal rumrennen, kämpfen, Kisten öffnen. Irgendwann ist dann auch mal gut. Irgendwann, finde ich, hat man auch genug Truhen gebannt. Selbst ich, die dann das erst später gemacht hat, reicht dann auch. Aber ich finde, das Spiel hat sich doch schon auch gelohnt, das mal gespielt zu haben. Ich glaube, viele Let's Player fürchten sich dann auch davor, sowas mal anzurühren, weil das ja doch so viele Parts beinhaltet. Aber ich kann nur sagen, das war jetzt nicht so, mein Gott, ist das eine Arbeit gewesen, Gefühl, sondern eher auch so ein, ach komm, jetzt kommt der nächste Part, Amalur, immer so zwischendurch. Das war kein Problem. Ja, es war spannend, es war schön, wir haben viel erlebt zusammen in diesem Spiel. Die ganzen Tuata-Heinis, die wir dann besiegt haben, die Niskaru, die mir Angst eingejagt haben. Es gab vieles zu entdecken, vieles zu erleben. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, für alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder beim nächsten Spiel dabei seid. Hinterlasst mir ein kurzes Feedback. Ich weiß, viele haben von euch zwischendurch auch schon immer Feedback gegeben. Freut mich trotzdem, wenn ich von euch auch am Ende nochmal was höre, wie ihr es fandet oder nicht, wie es so euer Fazit. Was hättet ihr besser gefunden in dem Spiel oder auch nicht? Ja, also von der Heilung her hätte ich ja einen Zauberei skillen können. Das wäre so der Makel gewesen bei Raffinesse. Muss man halt viel auf die Tränke gucken, aber auch das ist am Ende kein Problem. Auch dann übersteht man die Kämpfe und finde es auch toll, dass man halt die Fähigkeiten mischen konnte. Also ich würde jetzt mal zum Beispiel sagen, dass die Chakrams, die ja so meine Hauptwaffe mit dem Bogen waren, eher auch so auf Zauberei eigentlich dafür da sind. Passte jetzt aber dann trotzdem in der Mischung Raffinesse-Zauberei. Und das finde ich auch ganz toll, dass man nicht so festgelegt wird, sondern dass man ein bisschen auch selber einfach das machen kann, wie man will. Also dass man sagen kann, hey, ich will eine Fernkampfwaffe Bogen haben, aber ich möchte im Nahkampf einen Hammer benutzen. Sowas geht, glaube ich, auch nicht in jedem Spiel. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und bevor ich jetzt nie wieder Luft hole und euch tot quatsche, überlasse ich es euch nochmal in Amalurs Erinnerungen zu verweilen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen zum 100. Mal und bis zum nächsten Mal. Bis dann.